Nun aber endlich zu einem wirklich wichtigen Thema. Herzogin Kate hatte 4-mal dasselbe Outfit an. Peinlich. Meint die Boulevardpresse. Ich persönlich finde es super. Genau das richtige Zeichen in dieser bekloppten Modewelt, wo eine Kollektion nach der anderen rausgeballert wird. Immerhin hat Deutschland, wissen Sie vielleicht gar nicht, seit rund einem Monat den sogenannten grünen Knopf, das neue Fairtrade-Gütesiegel, eingeführt von Entwicklungsminister Müller. Gilt leider nur in Deutschland. Dabei ist der Gerd eigentlich so ein internationaler Typ. Germany is with you. Let's watch the message of the German Chancellor, Angela Merkel. I love you all. Thank you. Kann man immer wieder gucken. Ein Evergreen. Ja. Also, Gerd Müller, ohne Frage einer der besseren Minister im GroKo-Kabinett. Sehr integrer Mann. Aber was kann sein grüner Knopf? Dieses Siegel steht für einen sozialen und ökologischen Mindeststandard in der Textilbranche. Leider überwacht es aber nur einen Teil der Produktionskette und der garantierte Mindestlohn ist nur der vor Ort. Und von dem kann man zum Beispiel in Bangladesch überhaupt nicht leben. Außerdem, und da kommen Sie jetzt nie drauf, die Teilnahme ist freiwillig. Hätten Sie das gedacht? GroKo-Style. Gerade mal 27 deutsche Firmen machen bis jetzt mit, aber die werden quasi einzeln gelobt. Ich kaufe Lidl Bananen, sage ich jetzt, ich habe einen Boss-Anzug mir gekauft. Ich habe natürlich auch eine VD-Outdoor-Hose und trage Unterwäsche von Trigema. Ja. Klassischer Fall von zu viel Information. Ja. Inzwischen wird Ihnen aufgefallen sein, gibt es tatsächlich in Deutschland einen ganzen Dschungel aus Fairness-Siegeln. Da blicken nur die allerwenigsten noch durch. Einige dieser Siegel, die sind okay. Andere sind ein klarer Fall von Greenwashing. Ohne Frage haben sich manche Standards in asiatischen Sweatshops verbessert. Aber nur weil da jetzt mehr Firmen eine Kläranlage haben, heißt das noch lange nicht, dass sie die auch benutzen. In China heißt es scherzhaft, der Fluss trägt schon die Trendfarbe der nächsten Saison. Wenn die Fabriken ihre Stoffe gelb färben, dann ist der Fluss gelb. Cool. Dann sehe ich bei Google Earth schon die Trendfarbe von nächster Woche. Wie praktisch. 8.000 Liter Wasser verbraucht die Produktion einer einzigen Jeans. 9.000 Liter für einen Pullover. Die Herstellung von Kleidung erzeugt mehr CO2 als der gesamte Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Vorschlag, wir fliegen alle weiter, aber nur noch nackt. Ja, ja. Oder geht das nicht wegen dem Nacktflugverbot? Ich weiß es nicht. So, oh Gott. Und übrigens, dieselben Firmen, die sich neuerdings angeblich so viele Sorgen machen über die Produktionsbedingungen, zum Beispiel in Bangladesch, drücken da jedes Jahr den Einkaufspreis. Im Vergleich zu 2014 zahlen sie im Schnitt 57 Dollar pro Kilo Kleidung weniger. Ja, weniger. Fairtrade am Arsch. Und am Ende schicken wir die ganzen Billigklamotten, die wir genau einmal oder so getragen haben, dann als Altkleider-Spende wieder zurück. Da sind Hosen dabei, da passen hier 4 Leute gleichzeitig rein. Das ist wirklich witzig. Ich frage mich immer, was essen die Leute da, dass sie so dick werden? Ja, da kann ich aus Erfahrung berichten, nur mit Fressen ist es nicht getan. Man darf sich auch nicht bewegen. Es ist wirklich, eigentlich ist es ja auch alles nicht lustig und alles totaler Wahnsinn. Jeder Deutsche, jeder von uns kauft im Schnitt 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr. Und da ist nur die Oberbekleidung eingerechnet. 60. Sicher, vor allem Jugendliche finden super, wie billig man bei Primark und Co. shoppen kann. Warum? Weil man sie einer 24-Stunden-YouTube-Gehirnwäsche unterzieht. Hallo meine Lieben. Hallo. Die Dani ist wieder dabei. Hi. Die hat 5 Euro nur gekostet. Die haben 3 Euro gekostet. Und warum hast du die ja wieder gekauft? Ja, weil die voll cool sind. 3 Euro, hallo? 15 Euro. Auch ein bisschen teuer für eine Primark-Hose. Die hat nur 1,99 gekostet und hat auf der Rückseite so einen süßen, beziehungsweise auf der Vorderseite eigentlich, Flamingo. Die hat 15 Euro gekostet. Fuck! Mein Reden, fuck, absolut, absolut, ja. Und erwachsen sind ja nicht besser.
Erwachsene sind nicht viel besser. Unser eigentliches Problem ist die immer schnellere Mode. Valerie Niehaus ist gelernte Fast-Fashion-Influencerin. Frau Niehaus, warum müssen die neuen Kollektionen der großen Ketten immer und immer schneller kommen? Ja, schnell ist ein gutes Stichwort. Wenn man schon für die erste Frage gefühlt eine Woche braucht, dann ist man wahrscheinlich auch als Moderator ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ne? Fast Fashion heißt eben nicht lange nachdenken, sondern weiter shoppen. Fresse halten und immer weiter shoppen. Früher gab es eine Herbst-, eine Winter-, eine Frühlings- und eine Sommerkollektion. Heute gibt es 52 verschiedene Kollektionen pro Jahr. Was? 52? Das ist ja eine Kollektion pro Woche. Ja, sehr gut, Schweinchen schlau. Da kann aber einer Kalender lesen. Und Sie haben natürlich völlig recht, das ist viel zu wenig. Das Jahr hat 365 Tage. Warum nicht alle 2 Stunden eine neue Kollektion? Da müssen wir hin. Fashion muss noch faster werden. Wenn da jetzt so ein Magermodel reingelatscht kommt, kann hier mal kurz so ein Knochensack reinkommen. Hallo, zack, 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 komm mal ran jetzt. Dann ist das, was die Trulla anhat, jetzt schon aus der Mode. Als sie das eben angezogen hat, vor 10 Minuten, da war das noch hot. Aber jetzt sieht das scheiße aus. Das ist out, was du anhast. Komm, verpiss dich, du siehst aus wie ein Penner. Nee, wirklich, ich kann das nicht verstehen. Oh. Also, neue Mode muss her, raus mit dem alten Plunder. Zum Glück haben viele Deutsche das verstanden und fangen an, nagelneue Klamotten direkt in die Altkleidertonne zu schmeißen. Noch in der Originalverpackung. Das ist der Spirit. Ich appelliere da auch wirklich an unsere jungen Kunden. Ihr würdet der Branche so helfen, wenn ihr die Sachen einfach direkt nach dem Shoppen wegschmeißt. Ernsthaft. Ja, warum denn erst nach Hause schleppen? Dann natürlich auch runter mit den hässlichen Klamotten, die ihr anhabt und direkt zurück zu Zara und Primark. Große Modefirmen verbrennen sogar völlig neue Ware, um Platz zu schaffen für noch neuere. Da werden also Sachen um den Planeten geflogen, versauen in Asien die Flüsse und dann werden sie neu verbrannt. Das ist doch krank. Nein, krank ist, wenn gewisse Personen des öffentlichen Lebens, die eigentlich eine Vorbildfunktion haben, 50 Mal im Jahr dieselbe zerknitterte blaue Oma-Jacke anziehen. Das ist krank. Und wissen Sie, was noch krank ist? Wenn eine Sendung, die auch viele junge Menschen gucken, seit über 10 Jahren von demselben Polyesteranzug mit Kassenbrille moderiert wird. Was? Das ekelt mich geradezu an. Auch im Fernsehen ist eine junge, frische Kollektion, wo man gerne hinguckt. Ab und zu mal ganz schön. Was? Ja! Sehr schön. Ah, sehr gut. Ah, so viel Applaus im ZDF. Ist für mich auch eine neue Situation. Valerie Niehaus. So, los geht's. Dann können wir ja jetzt mal ein paar neue junge Themen hier mal ansprechen. Was habt ihr als nächstes? Ich mach das jetzt mal. Was ist das? Der Deutsche Gewerkschaftsbund wird 70. Mega, geil. Euer Ernst, oder was? Das ist das Thema, das kann man ja nicht mal mit dem Klavier retten. Was soll ich jetzt? Gut, das hilft nichts, dann machen wir das jetzt. Der DGB hat in dieser Woche in Berlin seinen 70. gefeiert. Und weil wahrscheinlich viele Kinder vor dem Fernseher heute gar nicht mehr wissen, was so eine Gewerkschaft überhaupt macht, hier mal Nachhilfe von Onkel Dittmar. Bitteschön. Wischmeyers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. So, Kids, was ist denn ein DGB? Also ganz früher, da wurden Arbeiter mies bezahlt und behandelt wie räudige Straßenköter. Also das, was ihr heute Praktikum nennt. Die frühen Lohnsklaven hatten jedoch keine Eltern, die ihnen eine Wohnung und einen Golf GTI finanzieren. Die armen Schweine mussten sich noch selbst um ihre beschissene Situation kümmern. Und das nennt sich seitdem Gewerkschaft. Tolle Erfindung. Wer viel schafft und wenig rastet, bringt sein Leben in Gefahr. Darum mahnt er kurz und klug, 40 Stunden sind genug. Und sonntags vor dem Tatort dann muss Fatih bei der Mutti ran. Da rettet ihn kein Betriebsrat.
Und wenn die Bosse sich damals stur gestellt haben, dann hat der Verdi-Chef mit Groupies in Mülltüten so lange vor dem Werkstor unterirdisch schlecht getanzt, bis es mehr Lohn gab. Die haben echt was erreicht. Mutterschutz, Weihnachtsgeld, Schnitzeldienstag in der Kantine. Da kann man ruhig mal gratulieren. Ihnen zum 70. Geburtstag und alles Gute, was immer das bedeutet. Das weiß keiner. Glückwunsch, liebe gewerkschaftlich organisierte Facharbeiter. Leider schuften inzwischen 9 Millionen Niedriglöhner abseits der Tarifgebiete. Was nützt der Regaleinräumerin bei Lidl das Recht auf Homeoffice? Gleichzeitig haben die ganzen Hipster-Schnösel auch keinen Bock mehr auf Gewerkschaft. Die denken nicht im Traum daran, von ihren Bitcoins etwas für den mumifizierten Bergmannschor abzuzweigen. Diese Agenturfuzzis stellen sich doch ganz andere Fragen. Wo ist the latest shit? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Das ist alles so eine Komfortzone. And where is the bus with the Leute, die das interessiert? Übrigens, auch der naseweise Start-up-Schnulli gönnt sich gern sein Sabbatical, weiß aber gar nicht mehr, dass er das den uncoolen Gewerkschaften zu verdanken hat. Mega Fail. So viel für heute. Und in der nächsten Folge unserer kleinen sozialen Träumerei porträtieren wir dann den neuen Thüringer Außenminister Adolf Höcke. Bis dann. Wischmeyers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. Dietmar Wischmeyer, meine Damen und Herren. Ja, richtig gesehen, ich bin zurück. Da braucht ihr gar nicht so enttäuscht zu gucken. Herr Mockridge lässt sich entschuldigen. Er muss noch eine neue Nummer für den Fernsehgarten vorbereiten. So, und zum guten Schluss noch ein neuer verrückter Trend aus Berlin. Politiker interviewen sich gegenseitig. Der Fraktionschef der CDU durfte zum Beispiel gerade seine Kanzlerin interviewen. Bizarres Gespräch und die erste Folge unserer neuen Rubrik. Das von uns nur minimal bearbeitete Interview der Woche. Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela, schön, dass wir heute das Interview hier führen können. Ja, lieber Ralf, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Dann wollen wir gleich einsteigen. Erste Begegnung mit Helmut Kohl, ist sie dir noch vor Augen? Ich war, wie ich schon oft gesagt habe, an dem Abend in der Sauna gewesen. Wie ist da der Prozess gewesen? Ja, das ist interessant. Ich habe ihn anfangs ein bisschen von Ferne gesehen. Hatte man nicht Angst? Es war eine Mischung aus Angst und Mut. Vielen Dank. Michael B. schreibt auf Facebook: Wilke, du bist der letzte Arsch. Nur große Fresse. Dich möchte ich mal sehen, wenn es hart auf hart kommt, dann scheißt du dir in die Hose. Warte ab, ein Sprichwort sagt, man trifft sich immer zweimal im Leben. Mach weiter so mit deiner großen Fresse. Wie können warten? Sehr geehrter Herr B., man sieht sich im Leben nicht nur zweimal, sondern jeden Freitag um 22:30 Uhr im Zweiten. Oder hier auf YouTube, wenn Sie uns abonnieren.